In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Am Puls ist eine Kooperation von ATV und dem Universitätsklinikum Augsburg. Business TV. Die Gastroenterologie befasst sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. 16.000 gastroenterologische Eingriffe werden jährlich hier am Universitätsklinikum Augsburg durchgeführt. Und bei zwei dieser Eingriffe sind wir diesmal für Sie mit dabei, mit am Puls. Im Fall eines Darmkrebseingriffes kommt ein Roboter zum Einsatz. Und im Fall des Speiseröhrenkrebs künstliche Intelligenz. Und die Speiseröhrenendoskopie wurde auch noch live nach Hongkong übertragen. Wir haben das Ganze von Augsburg aus begleitet. Die Kamera läuft, die Verbindung steht. Professor Helmut Messmann ist bereit für die Live-Schalte nach Hongkong. Er wird dort bei einem medizinischen Kongress eine Speiseröhrenendoskopie vorführen. Ich wäre sehr gern wieder hingefahren. Ich war vor 2 Jahren vor Corona dort. Diesmal hat man mir angeboten, dass ich 2 Wochen in Quarantäne im Hotel wohnen darf. Das habe ich dann abgelehnt. Jetzt habe ich halt live aus Augsburg übertragen. Seine Expertise ist gefragt. Der Patient mit Speiseröhrenkrebs, genauer gesagt mit einem Barrett-Esophagus-Karzinom, liegt bereit. Der Krebs wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und kann deshalb endoskopisch behandelt werden. Unterstützt wird der Eingriff von einer künstlichen Intelligenz, der sogenannten Barrett-Ampel. Die Barrett-Ampel ist eine Entwicklung der Uniklinik Augsburg und der OTH, mit der wir quasi mit künstlicher Intelligenz einen Computer trainiert haben, damit er zwischen bösartigen Rot, Ampel, Rot und Gut, Grün unterscheiden kann. Diese KI macht es also einfacher, das Krebsgewebe in der Speiseröhre zu entfernen. Und noch wichtiger, es auch frühzeitig zu entdecken. Man hat bessere Karten, einen Krebs zu behandeln, je früher man ihn entdeckt. Und manchmal sind die Krebsformen so früh, dass man sie nur gar nicht mit dem bloßen Auge erkennt. Und das Ziel ist, dass man das heutzutage mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereits sichtbar machen kann, also ein Hilfsmittel. Der Experte ist vielleicht in der Lage, das zu sehen, aber jemand, der nicht so viel Speiseröhrenkrebserfahrung hat, der würde sowas übersehen. Wird der Krebs erst in einem späteren Stadium entdeckt, würde ein endoskopischer Eingriff wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Außerdem wären weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Chemotherapien nötig. Das alles bleibt diesem Patienten erspart. Man wird noch diese restliche Barrett-Schleimhaut, so heißt die, die wird man noch mit einer speziellen Technik veröden, weil an dieser Schleimhaut wieder ein Krebsrisiko von etwa 15% besteht. Ansonsten ist der Patient geheilt und vor allem die Speiseröhre bleibt immer erhalten. Das ist auch Lebensqualität. Im Klartext, nach 2 bis 3 Wochen wird dieser Patient wieder ganz normal seinen Alltag leben können, ohne Einschränkungen beim Essen und Trinken. Gerade noch in Aktion am OP-Tisch, jetzt in seinem Büro. Wir sprechen mit dem Direktor der 3. Medizinischen Klinik am UKA. Hallo, Herr Professor Helmut Messmann. Grüß Gott, hallo. So eine Live-Übertragung, wie wir die begleitet haben, nach Hongkong, beziehungsweise so ganz allgemein internationale Tätigkeiten, das sind für Sie ja keine Seltenheiten, oder? Ja, das ist schon ein bisschen Routine geworden bei uns, das ist richtig. Vor Corona, da war ich noch in Personam in Hongkong. Jetzt war es nicht möglich wegen der strengen Einreisebestimmung in China. Und ich wurde dann gebeten, ob wir nicht live aus unserem Zentrum dorthin übertragen, da wir eben viel Live-Endoskopien auch machen und weltweit mittlerweile angefragt werden als Zentrum. Deswegen war das für uns jetzt kein großer Akt. Aber dennoch sind Sie auch an sich noch viel unterwegs und nicht immer hier am Standort Augsburg. Ja, manchmal zu viel, das sagt auch meine Frau. Gerade komme ich aus London. Am University College, wo ich auch als Visiting Professor tätig bin und auch dort durfte ich Live-Endoskopien durchführen. Das ist immer quasi meine zweite Heimat, wo ich als junger Assistenzarzt mal tätig war. Mhm. Ja, diese ganzen internationalen Tätigkeiten sind wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, dass Sie eine besondere Auszeichnung bekommen haben, beziehungsweise ein besonderes Ranking gelandet haben, nämlich von der US-amerikanischen Zeitschrift Newsweek. Vielleicht können Sie das für uns Nicht-Mediziner mal kurz einordnen, was das für eine Bedeutung hat. Ja, diese Auszeichnung der Zeitschrift Newsweek, das war eine große Ehre. Nicht für mich, sondern diese Ehre geht an die ganze Abteilung. In der Tat, das ist ein Ranking. Man kennt in Deutschland zum Beispiel von Focus diese Ärzteliste. Und das ist jetzt weltweit ein Ranking gewesen von Kliniken im,
speziellen Bereichen. In dem Fall ging es um die Gastroenterologie. Und wir waren da unter den Top 100 weltweit aufgeführt. Und das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für mein Team. Und das hat uns natürlich sehr stolz und gemacht und sehr gefreut. Top 100 heißt, Sie waren, glaube ich, auf Platz 37, oder? Wir waren tatsächlich fast unter den ersten Drittel. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, dann kann man sagen, für den Bereich Endoskopie und Bereich gastrointestinale Onkologie, wo wir ja, glaube ich, sehr stark sind und weswegen wir vermutlich da auch wahrgenommen werden, da sind wir in Deutschland tatsächlich auf Platz 1 gelandet und in Europa auf Platz 2. Was macht Sie denn da so stark, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diesen Bereich? Das ist die interventionelle Endoskopie mit dem Schwerpunkt im Bereich der Früherkennung von Tumoren im Magen-Darm-Bereich und deren endoskopischer Therapie. Man muss sich das so vorstellen, dass wir Tumoren mittlerweile auch mittels künstlicher Intelligenz besser erkennen und dann in einem Frühstadium endoskopisch behandeln. Es muss nicht mehr die komplette Speiseröhre entfernt werden, nicht mehr der komplette Magen, und das ist Lebensqualität und für die Patienten ein Segen, und wir bekommen Patienten aus ganz Deutschland. Jetzt haben Sie ja auch eine besonders hohe Fallrate hier am Universitätsklinikum Augsburg. Ich glaube, es sind irgendwie 16.000 gastroenterologische Eingriffe, die Sie pro Jahr hier durchführen. Ist es, weil Sie so einen guten Ruf haben und die Leute hierher kommen, oder sind Sie so gut, weil Sie so viele Eingriffe machen und dadurch so viel Erfahrung haben? Naja, also Fakt ist tatsächlich, wir haben mit über 16.000 Eingriffen die meisten in Deutschland. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Ich glaube, wenn man in einem Bereich sehr gut ist, spricht sich das rum in der Community, bei Patienten, im Internet. Und viele Wege führen dann plötzlich nach Augsburg. Was letztendlich dann entscheidend ist, ich glaube immer auch so ein bisschen die Mundpropaganda des Patienten, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Abteilung sehr gut und sehr kompetent versorgt worden, dann spricht sich das rum und dann kommen die Patienten und auch die Zuweiser wissen das. Es gibt noch einen Grund, quasi nach Augsburg in Ihre Klinik zu kommen. Das ist eine sehr seltene Krankheit. Ich habe vorher noch nie was davon gehört. Die nennt sich Achalasie. Was ist denn das für ein Krankheitsbild und wie kommt es, dass Sie auch da hier quasi sich einen guten Ruf gemacht haben? Ja, Achalasie ist in der Tat ein seltenes Krankheitsbild, aber kann jeden treffen, auch im jungen Alter. Eine Speiseröhrenerkrankung, eine gutartige, die aber sehr lebenseinschneidend sein kann. Man kann nicht mehr richtig schlucken. Und bei vielen Patienten wird es sehr spät diagnostiziert, oft über Jahre. Man kann das mittlerweile auch endoskopisch behandeln. Früher musste man das operieren. Jetzt geht es endoskopisch, und mit diesen neuen Techniken, die wir ja auch hier in Augsburg sehr früh eingeführt haben, können wir auch zusammen mit Hamburg zu den zwei Kliniken, die hier die meisten Patienten in Deutschland behandeln. Wir bekommen tatsächlich von der US Army immer wieder Patienten vorgestellt. Sie sehen, das sind junge Leute, die davon betroffen sind und dann auch profitieren. Also das ist, wie gesagt, selten, aber nicht sehr selten, dass wir es in unserer Klinik nicht häufig genug machen würden. Nicht so selten, aber dafür sehr viel gefährlicher ist das Thema Darmkrebs. Auch da, oder dieses Feld gehört natürlich auch zu der dritten medizinischen Klinik, zu den Gastroenterologen. Ja, Darmkrebs ist wesentlich häufiger wie eine Achalasie. In Deutschland erkranken immer noch 60.000 Patienten jährlich. Etwa 30.000 sterben noch an dieser Erkrankung. Und wir sind hier im Uniklinikum mit dem Darmkrebszentrum Augsburg sehr gut aufgestellt. Wir haben viele Kooperationspartner und zusammen mit meinem Partner, Herrn Professor Antuber, leite ich dieses Darmkrebszentrum. Und auch hier sind wir, was die Fälle angeht, auf Platz 2 in Deutschland, also eines der größten Darmkrebszentren. Und gerade beim Darmkrebs weiß man, dass die Fallzahl entscheidend ist, wie gut die Behandlung an so einem Zentrum auch läuft. Also hier muss man auch wirklich sagen, die Masse macht wirklich Qualität hier. Wie genau die Arbeit abläuft oder wie Darmkrebs quasi hier behandelt wird, das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Professor Messmann. Und wir, wie gesagt, nehmen uns jetzt noch dem Thema Darmkrebszentrum an. Darmkrebs. Diese Diagnose wurde diesem Patienten vor gut einem Jahr gestellt. Seiner Frau war aufgefallen, dass er immer sehr blass war und er schnell müde wurde. Ich habe das immer auf die Arbeit geschoben und
mir ging es gut. Und dann zum Jahreswechsel letzten Jahres hatte ich den Vorsatz, Neujahrsvorsatz, zum Arzt zu gehen und mich rundum durchchecken zu lassen, vom Kopf bis zum Zeh sozusagen. Und ein Besuch galt eben dem Hausarzt, der hat routinemäßig eine Blutabnahme gemacht und da hatte dann, das hat jetzt als Ergebnis, dass ich einen sehr niedrigen Blutwert, einen Eisenwert hatte und daraufhin wurde ich von der Hausärztin direkten Weges hier ins Klinikum eingewiesen. Nach eingehenden Untersuchungen am Darmkrebszentrum stand schnell die Diagnose fest. Seine Symptome waren ganz typisch, doch es gibt noch viele weitere. Dann Stuhlunregelmäßigkeiten sind sehr häufig, dass der Patient ganz so Bleistiftstühle nennt man das zum Beispiel oder Verstopfung oder Durchfall, das sind mögliche Symptome. Dann so diese ganz klassischen Tumorsymptome wie Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, ein unklarer Gewichtsverlust ist immer ein Alarm. Seit 2010 gibt es das Darmkrebszentrum am Universitätsklinikum Augsburg. Viele Patienten kommen hier mit einem Verdachtsfall zur genaueren Abklärung und Diagnose her. Andere werden schon mit einer feststehenden Diagnose zur Behandlung überwiesen. Die Darmkrebszentren insgesamt sind 300 Zentren in Deutschland zertifiziert. Und wir sind das zweitgrößte Darmkrebszentrum in Deutschland im Hinblick auf die operativen Primärfälle. Und so ist die Idee dahinter, mit einer gewissen Anzahl an Fällen natürlich auch die Abläufe, die notwendig sind, um die Patienten korrekt und optimal zu behandeln, vorhalten können und sie auch häufig abrufen. Insofern ist es für uns also eine Standardbehandlung und keine Besonderheit. Und das bringen wir über diese Zertifizierung auch zum Ausdruck. Das Kernteam des Darmkrebszentrums besteht aus den Viszeralchirurgen und Gastroenterologen. Doch zur Behandlung von Darmkrebs gehören natürlich noch viele weitere klinische Disziplinen. Und das ist uns ganz wichtig, dass jeder Patient interdisziplinär hier auch besprochen wird. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem Darmkrebszentrum, der auch sehr, sehr stark betont wird, dass Patienten interdisziplinär in Tumorkonferenzen besprochen werden müssen. Und zwar am Anfang und auch quasi unterwegs, wenn Therapieänderungen notwendig sind oder wenn sich neue Aspekte ergeben. Und das wird hier auch auf jeden Fall sehr, sehr gelebt. Im Fall unseres Patienten war der Tumor sehr groß. Um ihn zu entfernen, musste er ganz klassisch operiert werden. In anderen Fällen kann Darmkrebs auch endoskopisch oder minimalinvasiv entfernt werden oder sogar mit Unterstützung eines Roboters. Dafür wird der Bauchraum des Patienten mit einem Gas aufgepumpt und 4 kleine Öffnungen gelegt. Dann werden gezielt Instrumente eingebracht, die an einen Roboter gekoppelt sind. Und der Roboter führt dann die Bewegungen aus, die der Operateur abseits des Patienten in einer Operationskonsole, die mit zu diesem System gehört, ausführt. Und die große Besonderheit ist, dass ich also alle Freiheitsgrade, die ich chirurgisch mit meiner Hand zum Ausdruck bringe und auch anwenden kann, auch im Körper des Patienten durch diese Instrumente übertragen kann. Und das Ganze eben über 8 mm große Zugänge. Ist das Tumorgewebe vollständig entfernt, ist das Schlimmste überstanden. Um dem Restrisiko eines Wiederauftretens des Tumors entgegenzuwirken, wird im Anschluss an die OP allerdings oft eine Chemotherapie empfohlen. Unser Patient hat sich darauf eingelassen. Seit Ende Oktober ist er auch damit fertig und gilt jetzt als geheilt. Nachwirkungen verspürt er kaum und auch der Darm funktioniert einwandfrei. Und ich habe auch keine Einschränkungen, was die Ernährung anbelangt. Im Gegenteil, der große Vorteil, wenn man das sagen kann, von diesem Krebserlebnis war, dass man halt, was die Ernährung anbelangt, vernünftiger an die Sache rangeht. Ja. Früher halt auch eher bayerisch-schwäbisch, wie Leberkäse und Schweinebraten. Und jetzt lieber mehr Reis und Gemüse. Und wer gern kocht, und das mache ich gern, findet viele lustige Rezepte und da macht es auch richtig Spaß. Die Diagnose Darmkrebs kann also auch ein Happy End haben. Speiseröhren und Darmkrebs standen diesmal im Mittelpunkt bei Am Puls. Zwei gefährliche Krankheitsbilder, die allerdings, wie wir gesehen haben, äußerst modern und effektiv behandelt werden können, wenn man sie rechtzeitig entdeckt. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.